Hi, ich bin Timo. Wir machen heute ein Ganzkörpertraining zusammen, bestehend aus 8 Übungen im Intervallmodus, 40 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Pause. Die Auswahl der Übungen ist vor allem für Einsteiger und Anfänger gedacht, aber es gibt zu jeder Variante auch eine Progression. Das Video richtet sich vor allem an Lehrer oder Vereinstrainer oder aber auch einfach an jeden, der fitter werden möchte. Ich stelle den Timer und wir legen auch schon mit der ersten Übung in 8 Sekunden los. Wir starten im Plank auf den Knien, heben uns raus in die Liegestützposition und gehen nach vorne, stehen auf. Gleich wieder runter in die Liegestützposition, gehen stabil auf die Knie und kontrolliert, ohne nach links und rechts auszuweichen in der Hüfte, in die Plank-Position. Die Steigerungsvariante wäre hier, dass du den Plank mit gestreckten Beinen durchführst und hier rauf und runter gehst. Achte aber vor allem darauf, dass du im Rücken nicht durchsackst und keine Rotationsbewegung in der Hüfte zeigst. . 20 Sekunden Pause und dann starten wir mit den Lateral Squats. Eine kurze Verschnaufpause. Starte schon in einer großen Grätsche. Richte dich schon mal ein, dass die Füße nach vorne zeigen. Wir beugen jetzt und seitwärts tief runter. Zurück zur Mitte und wechseln zur anderen Seite. Bleib mit den Hacken am Boden. Möglichst mit aufrechtem Oberkörper. Die Arme gehen gestreckt nach vorne, wenn du runtergehst. Du hältst einen ruhigen Atemrhythmus bei. Du kannst es schwerer machen, indem du einfach schneller arbeitest. Vielleicht noch tiefer runtergehst. Wir starten mit dem Dead Bug in 15 Sekunden. Dafür gehen wir in die Rückenlage. Die Arme sind gestreckt nach oben, die Knie im 90-Grad-Winkel, die Füße abgehoben. Vorbereiten, Ausgangsposition. Streck das linke Bein, streck den rechten Arm. 1, 2, 3. Zurück zur Mitte und die andere Seite. Bein strecken erst. Arm strecken. 1, 2, 3. Ruhige Atmung. Achte vor allem darauf, dass du hier nicht ins Hohlkreuz kippst. Vielleicht immer noch einen Zentimeter höher mit der Brust zur Decke gehst. Und eine kontrollierte, ruhige Bewegungsausführung machst. Wir starten in 5 Sekunden mit den Shoulder Oscillations. Stell dich hin, streck die Arme auf Schulterhöhe aus und wir wippen vor und zurück, rauf und runter mit den gestreckten Armen. Nimm wahr, dass die Bewegung nur aus der Schulter kommt, der Nacken tief ist und in 5 Sekunden gehen wir dann in die Vor- und Zurückbewegung und Wechsel. Umso schneller du hier arbeitest, desto intensiver wird es. In ganz kleinen Amplituden schwingen wir vor und zurück. Versuchen mit einem hohen Tempo zu arbeiten. Für die nächste Übung gehen wir in den Ausfallschritt. Wir machen den Split Squat. Mit aufrechtem Oberkörper gehst du gerade runter. Das hintere Knie berührt einmal den Boden. Und das vordere Bein wird komplett durchgedrückt. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Und wenn das Knie am Boden ist, hast du eine Linie zwischen Knie, Hüfte und Schulter. Beinwechsel.
10 Sekunden. Jetzt können die Beine sich kurz ausruhen, kurz auflockern. Du gehst in die Bauchlage, streckst die Arme zur Seite aus. Als nächste Übung kommt der Butterfly. Arme und Beine gehen gleichzeitig nach oben, so hoch wie du kannst. Gehen wieder runter, aber berühren den Boden nicht mehr. Maximale Höhe, absenken, ohne den Boden zu berühren. Nimm vor allem wahr, dass die Po-Muskulatur mitarbeitet, der untere Rücken und die Schulterblätter. Schaust dabei die ganze Zeit zum Boden und der Kopf ist die Verlängerung der Wirbelsäule. Wieder eine isometrische Übung, das heißt, wir halten einfach nur die Position, den Liegestütz. Hände sind in einer Linie unter der Schulter, die Knie sind komplett durchgedrückt, Füße sind zusammen und du drückst den Boden aktiv weg. Halte die Position dann stabil, drück die Hacken ruhig zusammen, dass der Hintern fest ist. Darauf, dass du nicht ins Hohlkreuz kippst, dass der Nacken dir nicht hochrutscht. Du willst die Schultern schön tief zur Hüfte runterziehen. Gib dich richtig aus dem Schultergürtel raus. Wir starten schon im Kniestand. Aus dem Kniestand rausgehen in die Kniebeuge, ohne aufrichten, in ruhigen, kontrollierte Bewegung. Starte einmal mit dem linken Bein und einmal mit dem rechten Bein. Letzten Sekunden, halte noch durch. Und geschafft. Super, dass du durchgehalten hast. Das Ziel sollte jetzt sein, das Video öfters in der Woche durchzuführen, vielleicht auch schon in den einzelnen Übungen, die Steigerungsvarianten zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat, drück den Like-Button, abonniere den Kanal und schreib gerne in die Kommentare, welche die schwerste Übung war. Viel Spaß beim Training.